Herzlich willkommen zur zweiten Folge, liebe Zuschauer. In der ersten Folge habe ich diesen Bereich fertig gemacht. Er ist mittlerweile ausgetrocknet. Auch hier die Erdschicht hinten an hat sich bereits schon, beziehungsweise hier hat sich schon wieder einiges getan. Wir haben noch im nassen Zustand Turf drauf gemacht. Und zwar handelt es sich dabei um den Turf-Nadelwaldboden. Mal gucken, dass es nicht ganz so reflektiert. Ja. So. Der kann, wie auch die Erde aus der ersten Folge, kann einfach aufgestreut werden auf diese nasse Acrylschicht. Die Dornsträucher, die jetzt hier schon praktisch den Übergang flankieren zu dem hinteren Bereich, wo wir jetzt weitermachen, gibt es in 5 Farben. In Frühling, in Mittelgrün, in Dunkelgrün, in Olivgrün und in Herbstlich. Jetzt denken Sie sich, wozu Herbstlich brauche ich nicht? Doch, braucht man wohl, zwar nicht in der Masse, aber diese Sträucher sind wunderbar einfach, um, wie man es hier sieht und dort, kleine vertrocknete Sträucher oder Akzente zu setzen. Diese Dornsträucher vom Lars, die werden geliefert auf ebenso genau dieser gleichen Folie, sind leicht auseinanderziehbar, kann natürlich auch geschnitten werden. Ich würde zum Schneiden es nur eigentlich empfehlen, wenn man diese Sträucher zum Beispiel am Ende einer Anlage, Übergang etc. Machen möchte. Ansonsten ist es wirklich praktisch, sie so zu nutzen, wie man sie auseinanderzupft. Das gibt eine unlegale Form und hilft uns am meisten, eine schöne Optik darzustellen. Wie es geht, zeige ich Ihnen anhand dieser Ecke hier, die ich neu betupfe, damit genügend Klebkraft im Acryl vorhanden ist. Setzen wir die einfach hier an die Kante. Daher, wie gerade eben schon gezeigt, hier die gerade Kante. Es ist dann eben für dieses Diorama sehr passig, dass man es einfach an diese Kante auch setzt. Mit der Pinzette oder einem Bleistift oder was gerade zur Hand ist, kann man es vorsichtig andrücken. Endgültig in Form bringen würde ich diese Dornsträucher erst dann, wenn sie tatsächlich mit dem Unterboden verklebt sind, mit dem Acryl. Dann kann man anfangen, hier zum Beispiel so ein bisschen das hochzuziehen. Das ist in der ersten Folge passiert. Dann kann man so ein bisschen noch Konturen anders setzen. Natürlich kann bei diesen Dornsträuchern auch weitere Akzente gesetzt werden, wie ich gerade schon gesagt habe. Und man nimmt einfach jetzt so einen herbstlichen Strauch raus. Dieses Gestrüpp, dieses Trägermaterial wird einfach mit der Schere entfernt. Ja, so ist das in Ordnung. Das oben stört mich auch noch so ein bisschen. Schneiden wir auch ab. So, Pinzette zur Hand. Kann einfach so hier reingedrückt werden. Kurz. So, da kann man es sehen. Genau hier. Nimmt die Kamera. Ja, perfekt. Hier ist er gepflanzt. Das kann man jetzt unendlich weiterführen. Wir wollen es nicht übertreiben. Und vor allen Dingen immer dran denken, liebe Zuschauer, es ist wichtig, dass diese Sträucher oder auch Grasbüsche nicht immer in gewissen Abständen gesetzt werden, die sich ständig wiederholen. Da will ich immer dazu raten, denken Sie nicht groß drüber nach und pflanzen Sie entsprechend den Grasbüschel oder eben den Strauch einfach an der Stelle, wo Sie es zuerst denken, und möglichst wiederholen Sie es nicht alle 3-5 cm. So weit, so gut. Zu dem Streu nochmal. Wir werden noch hier noch ein bisschen was auftragen, damit man sicherstellt, dass es wirklich komplett nasser, feuchter Boden ist. So. Und es muss nicht viel sein. Für die Optik reicht schon nur ein bisschen, weil wir diesen Erdboden schon in einer Form haben, durch das Tupfen sehr natürlich darstellt und da auch so
zur Wirkung kommt, ganz einfach. Also als wenn man jetzt eine Abtönfarbe nimmt oder so, was jetzt total glatt ist, das macht nicht wenig Sinn. So, auch hier können wir noch schauen, dass wir von den jungen Sträuchern, wie in der ersten Folge verwendet, vom Faller, einfach welche hineinsetzen. Wenn Sie es auf Holz machen, müssen Sie ein kleines Minimalloch bohren, kleinen Tropfen Kleber rein, fertig. In diesem Fall, wie gesagt, ich bevorzuge Hartschaum, Styrodur oder ähnliche Materialien. Wenn es, wie gesagt, auf einer fertigen Anlage gemacht wird, gut, hat man nicht viele Möglichkeiten. Natürlich kann man auch einen dünnen Hartschaum, eine dünne Hartschaumplatte nehmen oder ein Styrodur-ähnliches Material nehmen und es praktisch auf die Anlage hinzufügen und die Übergänge kaschieren. Dazu bieten sich auch die Dornsträucher an als Beispiel oder eben verschiedene Grasmatten. Da kommen wir zum nächsten Thema. Grasmatten. Da denkt jeder an die typischen Grasmatten, wie man sie aus den letzten 30, 40 Jahren kennt. Da hat sich in letzter Zeit viel getan, allein in den letzten 10 oder 8, wollen wir nicht knauserig sein, sagen wir mal 10 Jahre, hat sich sehr viel getan. Es ist mittlerweile auf einem sehr dünnen Träger, je nach Hersteller. Hier beim Lars ist es Papier. Beim Martin Wellberg zum Beispiel ist es auf einem acrylähnlichen Material als Träger. Beide Hersteller, oder auch bei Silhouette ist es ein ähnliches Material, beide Hersteller haben die Matten so konzipiert, dass eigentlich nichts abtrennbar ist, abzuziehen ist, sondern hier wird einfach mit einem flächigen Aufstrich, zum Beispiel auch mit so einem Pinsel, mit einem Fächerpinsel, auch den finden Sie im Exchange Shop, wird dann einfach der Kleber einfach hinten aufgestrichen. So, das wollen wir gleich auch mal machen. Zuvor zeige ich Ihnen aber auch noch eine kleine andere Auswahl von Matten, die auch noch zum Einsatz kommen könnten oder kommen. So sieht man gleich schon, wie das Ganze verpackt ist. Ja, DIN A4 ähnlich Form. Ich zeige es auch nochmal so. Wo bin ich? So. Die Matten selber können Sie so einfach aus der Verpackung nehmen. Es ist nichts, wie gesagt, nichts abzuziehen. Das ist eine Windwuchswiese Sommer. Besteht aus sehr vielen Schichten von Grasfasern und Farben, so wie Gestrüpp, wie man hier sieht. Diese Matte, wie auch eingangs schon besprochen bei den Dornsträuchern, bitte nur schneiden, wenn es wirklich sein muss. Hier ist es wirklich vom Vorteil, dass man einfach sich Stücke herausreißt. So, zum Beispiel so. Was man dann noch zusätzlich machen kann, ist, dass einfach man jetzt hier einfach so ein paar Kerben rausreißt. Und man sagt, ah, das ist mir dann doch noch zu gerade gerissen. Auch das kann mal passieren. So. Dieses Teil bietet sich natürlich wunderbar an, auch hier ist an einer Ecke zu platzieren. Was wir dazu brauchen, ist eigentlich nur Weißleim, Kleber oder eben, wenn es schnell gehen soll, weil Weißleim trocknet ja relativ langsam, kann man auch natürlich es mit Alleskleber einstreichen. Also das ist, müssen Sie schauen, wie Sie, auf welchem Material Sie es verwenden wollen. Wenn man noch lange sicher ist, ein bisschen verschieben möchte oder sich nicht sicher ist, dann kann man Weißleim nehmen oder eben Alleskleber. So, natürlich gibt es auch noch andere Formen, Blumenwiesen etc. Auch der Waldboden gibt es mittlerweile in drei Formen sogar, beziehungsweise aktuell noch in zwei, eine dritte ist in Planung. In unterschiedlichen Farbtönen, mit dunklem Untergrund, mit hellem Untergrund und so weiter. Wie man hier sieht, dieses Teil ist, der Waldboden ist mittlerweile schon gerissen worden. Ich habe hier ein Ende einfach einer Matte genommen. Das passt wunderbar einfach
hier direkt auf das hintere Stück. So, also mit Weißlamm. Dazu nehme ich vom Minitec zum Beispiel diesen Weißlamm. Mal schauen, so dass man es sehen kann. So, spiegelt sich ein bisschen. Dann auch hier vorne. Ja. Schrauben wir auf. Er hat einen Schutzdeckel innen drin. Der wird entfernt. Na, sitzt besonders fest. So wie es sein soll. Da ist er. Auch den Bereich können wir gleich nutzen. Einfach drauf damit. So, den Fächerpinsel. Genau, der kommt jetzt zum Einsatz. Für zwei Sachen wunderbar zu nutzen. Jetzt mit Weißleim sollten Sie ihn relativ schnell dann bitte wieder säubern, unter warmem Wasser auswaschen. Ansonsten wunderbar für Pigmente, für Streu, Turf oder sonstigen Sachen. In der ersten Folge schon mal eingesetzt hier vorne, zum ein bisschen Erde wieder wegzuwischen. Und da Dreibaschtechniken sind wunderbar damit auch zu machen. Mit den vielen, vielen Pinseln, die wir nicht alle auflisten können, die Sie aber alle auf der Webseite finden, für Drybrush, für Weathering generell, klein, groß, Figuren und so weiter, finden Sie alles auf der Webseite. Ich streiche hier einfach mit ein, tunke es hier ein, streiche den Untergrund komplett mit diesem Mattkleber von Minitec oder Universalkleber. Damit können Sie auch Gleise verkleben und andere Landschaftsbaumartikel verkleben. So, es gibt auch noch einen weiteren von Minitec, der speziell für die Gleisschotterung verwendet wird. Der ist etwas flüssiger und hat auch eine etwas andere, wie gesagt, eine andere Konsistenz und auch eine andere Flaschengröße. So, das ist schon relativ, hier kommt noch ein bisschen hinzu. Es darf ruhig was auf das Diorama kommen, kein Problem, soll ja eh damit verklebt werden. So, dann stellen wir es erstmal beiseite. Deckel drauf. So. Angepasst ist es. Ich muss aufpassen, weil ich ein bisschen klebrige Hände jetzt habe. Für Feinarbeiten mit der Pinzette nochmal andrücken, Übergänge. Besonders Randübergänge. Ach, guck, ein bisschen abgeschnitten werden muss noch. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, auch wenn ich mit dem Kleber ein bisschen in Kontakt komme, obendrauf ist das eigentlich kein Problem, weil er trocknet klar aus, natürlich wie jeder andere Weißleim auch. So, das ist im Prinzip schon der erste Walduntergrund. Jetzt haben wir hier noch eine weitere Matte. Die findet auch gleich noch Verwendung. Und zwar wird die in diesen Bereich gesetzt. Aber ich brauche da etwas weniger als ursprünglich geplant. Also schneide ich sie oben einfach nochmal ab. Das ist nicht das Problem. In diesem Fall der gerade Schnitt war noch was anderes später hinzugefügt wird. So, das. Wir brauchen zum Beispiel da auch nicht den gesamten Erdgrund machen. Nehmen nochmal den gleichen Pinsel von gerade eben. Streichen es einfach hier so ein, flächig. Auch hier. Geizen Sie bitte nicht mit dem Kleber, das ist sehr wichtig, dass einfach die Matte nachher wirklich gut verklebt mit dem Untergrund. So, so sieht das Ganze aus. Und kann einfach aufgesetzt werden.
wieder die Ränder bitte andrücken. Das ist sehr wichtig. Alles andere mittig kann natürlich und muss natürlich auch angedruckt werden. Aber besonders sind natürlich die äußeren Übergangskanten zur nächsten Matte, zum nächsten Untergrund, wofür auch immer oder was auch immer Sie damit eingrenzen möchten. So, weiter geht es mit dem Hügelgrab. Das kommt auf die hintere Ebene. Auch das hat die gleiche Größe, gleiche Grundfläche. Verpackung kann weg, zack. So, das wollte ich oder möchte ich eigentlich schräg setzen. Da kann man sich jetzt überlegen, wie will man am besten es platzieren. Weil entsprechend ist natürlich jetzt hier auf Ihrer Anlage, auf dem Diorama, der Blickwinkel. Von wo wird das Diorama betrachtet oder von wo oder wie soll es hingestellt werden. Und dementsprechend richtet man das Ganze aus. Ja? Also fatal wäre es jetzt einfach zu sagen, man würde es nebeneinander setzen. Also das ist so eine Sache wie bei Grasbüscheln. Nein, das macht man nicht. Genauso wenig würde man es jetzt genau 1:1 passend in die Lineallinie hinterher setzen. Also ich habe mich dafür entschlossen, ganz einfach es schräg zu setzen. In diesem Fall werde ich es so platzieren. Natürlich könnte ich jetzt einfach wieder den Leim nehmen von Minitec, wie gerade schon benutzt. Oder ich nehme mir wie hier einfach wieder die Paste und nutze die Klebekraft dieser Paste einfach aus und habe gleich schon einen behandelten Untergrund. Auch hier wieder die ganzen Übergänge, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also hier in diesem Fall werde ich mal aus Anschauungsgründen es nicht im Untergrund platzieren, sondern einfach nur aufsetzen. Sie erinnern sich, in der ersten Folge haben wir es angepasst, haben den Untergrund ausgehoben sozusagen und es dann dort eingesetzt. Das machen wir jetzt mal nicht. So, die Fläche reicht. Na, machen wir zur Sicherheit oben auch noch ein bisschen Klebepaste drauf von dieser Acrylpaste. Dann können wir auch gleich die Übergänge hier so ein bisschen kaschieren, die aber noch lange nicht die endgültigen Übergänge sind. Also nicht wundern, das wird alles noch viel schicker. So, das reicht jetzt erstmal. Also, schräge Anordnung. Sieht man es? Ja, sieht man. Gut. Und schieben wir so vorsichtig ein bisschen in die Paste rein. Das sieht noch alles sehr komisch aus, aber abwarten, es wird nachher kaum noch auffallen. Denn wir werden diese ganze Ebene, die hier entstanden ist, von diesem sogenannten Hügelgrab von der Firma Noch, Artikelnummer wieder am Ende, werden wir hier auch noch eine Begrünung aufsetzen. Auch das wieder kann man entweder gleich mit dem Beißleim machen, wenn man den Untergrund wieder einfärben will, kann man das mit dieser Paste machen. Wir haben auch noch die Paste in dieser Farbe, und zwar Light Earth. Diese Paste ist prädestiniert dafür, für trockene Landschaften, für Sachen mit Sand, mit Kies, Feldwege etc. kann man wunderbar damit auftragen und dann eben die entsprechenden losen Materialien wie Sand, Kies und so weiter auftragen. Wäre eine Möglichkeit, wir machen es aber und bleiben bei dem Erdton. So, auch da wieder wird einfach wild bestrichen bzw. getupft. Auch hier am Rand ein bisschen. Das füge ich jetzt einfach mal so wild weiter. Hier ist ein bisschen Steinstruktur am anderen Ende. Jetzt schwer zu sehen, das zeige ich Ihnen nachher, wenn ich das Ganze drehe. Da lasse ich das ein bisschen offen. Auch hier wieder ordentlich Paste drauf und dran. Matsche Klei, Matsche Boden für die Nordlichter. Auch hier im vorderen Bereich noch ein bisschen Erde drauf und Paste. Da auch nochmal.
Und hier auch. Es macht nichts, wenn die Sträucher was abkriegen, weil da kommen eh noch ein paar neuere Sätze hinzu. Übergänge. Mal schauen. Jawohl, das haben wir. So, hier kommt wieder ein bisschen Turf und Erde. Zumal zum Einsatz. Wieder ein bisschen von dem Nadelwaldboden, von dem Lars, einfach drüber streuen. Nur ein bisschen, weil wir wollen, kommt noch ein bisschen Erde drüber. Auch hier noch ein bisschen, da. So. Die kommt an die Seite. Wie aus der ersten Folge schon bekannt, die Minitec-Erde. In fein, in mittel. Genau, eine hier, eine dort für die Kamera. Das ist so ein bisschen reflektiert, das Licht. So. Wie gesagt, man kann einen Löffel nehmen oder man macht es gleich wie ich. Einfach streut es ein bisschen über diese ganzen Gebiete drüber. Schon gibt es dem Ganzen eine ganz andere Optik von der Ursprungsfärbung dieses noch Produktes. Lose Partikel einfach absaugen oder abklopfen, abpusten, geht auch. Wie man sieht, es ist alles mit der Acrylpaste schon bereits verklebt, sonst hätte es hier eine Staubwolke gegeben. Das passiert nicht, also ist es bereits verklebt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Auch hier setzen wir kleine Grasbüschel und gehen mit dem Pinsel hier in diesen Bereich. Warum machen wir das jetzt so? Weil die Erdpaste hat sehr viel Turf aufgenommen. Die Erdpaste hat ebenfalls auch die Minitec-Erde aufgenommen. Dadurch ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie noch genügend Klebkraft hat für die Grasbüsche. So, und das ist jetzt der Fall. Da greifen wir hin, nehmen erstmal welche von diesen helleren, kurzen 2 mm Grasbüscheln, ebenfalls von dem Lars. Artikel wieder im Nachgang bzw. im Abschluss werden sie gezeigt nochmal. Einfach von der Folie runterschieben, auf die Klebepunkte setzen. Noch sieht es komisch aus, weil es, aber wie gesagt, dieser Kleber wird klar austrocknen. Also nur momentan sieht es noch ein bisschen seltsam aus. Nachher wird es ganz anders aussehen. Die Wirkung wird deutlich anders sein. So, gleich wechseln wir mal zu anderen. Ja, komm, halt. So, etwas andrücken, fertig. So, dann die Grasbüsche aus Folge 1 kommen auch hier wieder zum Einsatz. Auch wieder ziehen wir uns ein paar dieser Exemplare runter, verkleben die hier. Punktuell auf diese Klebepunkte. Fügen dem ein bisschen noch hinzu. Hier in dem Bereich, da, hier ist noch Erdpaste, hier glänzt sie noch. Da brauchen wir also wenig von dem Kleber. Zur Sicherheit können wir noch ein bisschen was drauf geben. So. Wir wollen diese Struktur, ein bisschen Erde, wollen wir mehr sichtbar lassen. Also setzen wir nicht zu viele Klebepunkte. Aber das ist Geschmackssache, müssen Sie nachher entscheiden, wie viel tatsächlich da gesetzt wird. So, und kurz meine Pinzette ein bisschen reinigen, weil da ist ein bisschen Kleber dran gekommen. Hat man gerade gesehen. Dadurch sind die Grasbüsche nicht so einfach von der Pinzette zu lösen. Ist immer noch genug Kleber dran. Machen wir einfach mal ein bisschen. Mal schauen, müsste jetzt besser sein. Die setzen wir wieder in diese Leimschicht. Oder eben in dieses in die Erdacrylmasse. Aber wie erwähnt,
ist hier sehr viel Sand, sehr viel Turf drauf. Wir wollen ja sicher gehen, dass das Ganze auch schön lange drauf hält. So, noch ein bisschen etwas größeren hier noch. Und so. An der Kante ist auch noch was. Willst du wohl? So, ach, da haben wir auch noch einen Punkt gesetzt. Der bekommt natürlich auch noch was. Hervorragend. Mir zugewandt ist noch was, das wollen wir auch noch nicht vergessen. Und der letzte planmäßige. So. Jetzt haben wir natürlich hier, dort, diese hohen Kanten. Was machen wir damit? Ha. Wir haben wieder diese wunderbare Matte. Natürlich könnten wir auch für den Dornsträucher noch was setzen. Das ist, bietet sich auch an. Aber wir werden auch von dieser Matte was aufbringen. Matten sind, wie gesagt, da nicht als flächig zu setzen. Außer man hat große Flächen, die man besetzen möchte. Ja. Da kann man es nochmal sehr gut sehen. Wir reißen einfach ein Stück heraus. Wie groß soll es sein? Mal schauen, Maß nehmen. Nehmen wir diesen Teil. Hier wieder einfach die Ecken ein bisschen aufreißen, ausrupfen. Das ist es wie Puzzle manchmal. Man kann mal schauen, wie man es am besten dort ansetzen könnte. Das wäre gut. Ich gebe einfach punktuell noch ein bisschen Kleber drauf. Weil unten der Matschboden, der hat eigentlich noch genug Kraft vom Acryl her. Ich streiche es nur ein bisschen ein hier für Sie, dass Sie sehen können. Ansonsten, wie gesagt, bei flächigen Unterlagen, großen Unterlagen, nimmt man am besten den Fächerpinsel. So, jetzt fügen wir es hier ein. Schieben es so ein bisschen da rein. So, drücken das Ganze wieder an. Perfekt. So, natürlich möchte ich Ihnen das auch mal von der anderen Seite zeigen. Wir drehen das Ganze mal um, damit Sie das Hügelgrab auch von der richtigen Seite sehen. Man sieht hier die verschiedenen Steinschichten. Hier ist ja noch alles, im Prinzip sieht man noch die Abhöhung, oder diese Erhöhung. Das ist Schaumstoffteils, wollte ich schon gerade sagen. Nein, dieses Abgusses sozusagen, und man sieht die Erhöhung noch, all das wird nachher weg sein. Aber man kann jetzt hier nochmal ein bisschen den Einblick haben in diesen Bereich. Ich drehe es jetzt nochmal für die Bearbeitung nochmal wieder um. So, wir haben hier noch zwei Flächen, die sollen gefüllt werden. Dafür nehmen wir hier nochmal dieses Teil bereits hier auf dieser Seite befestigt. Auch hier nehmen wir noch ein bisschen
von dem Leim drauf. Hier reicht eigentlich erstmal, dass wir die Ecken machen, weil es ist immer noch Klebekraft auf dem Untergrund vorhanden. Sondern wir machen einfach nur die Außenkanten, damit wir sicher gehen können, dass sich da nichts abhebt. Pinsel bitte danach relativ schnell wieder reinigen, damit auch nochmal wieder verwertet werden kann. So, noch ein bisschen hier. Fertig. So, mal schauen. So. Und setzen das hier. Schieben es praktisch hier drunter. So. Drücken es nochmal an. Haben hier diese Wildwiese samt hohen Sträuchern drauf. Noch hier auch ein bisschen andrücken ist nötig. Da darf ruhig noch ein bisschen Leim drunter. Ach, der Pinsel sieht aus. So, hier noch etwas drunter. Jawohl. Und drücken es auch wieder an. In Formbringung, wie gesagt, nach dem Trocknen möglich. Auch hier ist noch die Lücke, die füllen wir auch noch. Da nehmen wir von den Dornensträuchern. Die nehmen wir. Auch da etwas Kleber drunter. So, das reicht. Und flankieren diese Ecke hier rein. Und haben gleich schon wieder farblich eine kleine, obwohl es passt sehr gut eigentlich dazu. Ich dachte gerade, ich hätte eine andere Farbe gewählt, aber nee, es passt wunderbar zum vorderen Burschen. So, hier kann man wie gesagt sagen, sehen, dass das Ganze sehr luftig ist. Das heißt, Sie können wirklich, wenn es getrocknet ist, nachher die Dornbüsche ein bisschen hochziehen. Für kleine Stopfungen, Stopfungen, packen wir hier noch ein bisschen von diesen dazwischen. Die müssen allerdings noch ein bisschen in Form schneiden, den Untergrund ein bisschen spitz zuschneiden. Und dann wird es hier auch mit der Pinzette eingefüllt. Klebkraft ist noch da. Bei den Übergängen muss man hin und wieder mal noch mal die Kanten runterdrücken. Spätere Anpassung, wie bei allen anderen Dingen, kein Problem. Wichtig ist erstmal, dass das Ganze gut mit dem Untergrund verklebt. Und man kann ja von hier nach da rüber zupfen, um den Untergrund bzw. die Übergänge zu kaschieren. Das war Folge 2. Ich danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es hier hinten weiter. Bis dahin, vielen Dank. Auf Wiedersehen.